Hallo zusammen, ich möchte heute mal ein Experiment starten und zwar mit Farben mischen. Weiß nicht, ob es viele schon gemacht haben, ich habe noch kein so ein Video gesehen. Vielleicht interessant für euch, jetzt schauen wir mal, ich habe verschiedene Farben, also von Amsterdam. Ich habe aber auch gesehen von Bösner, ist eine deutsche Marke. Triton Gotia und so weiter. Wir schauen mal, dann schauen wir mal, was vom Bild rauskommt. Dann bis gleich. So, ich hoffe, es ist interessant für euch. Wenn ja, dann bleibt dran. Sonst schaut ein Katzenvideo oder keine Ahnung. So, mein Vinylkleber. Zip. Kennt ihr ja. Ich mache immer 70% Vinylkleber. Ups, fast zu viel Farbe. Das wird wieder typisch Helsing. Das reicht schon. Weil ich weiß ja nicht, ob es was wird. So, und so. Ihr kennt hoffentlich alle meine Mischung. 70% Vinylkleber, 10% Farbe und dann zwischen 15 und 20% Wasser. So, jetzt habe ich hier okay, kein Kupfer, ich habe hier meinen Bronze wieder. Stelle ich mal den Becher weg und den Becher auch. Dann seht ihr es besser. Also Bronze. Wie gesagt, ca. 10%. Also ich messe nicht nach Gramm oder sonst was ab. Da bin ich nicht so. So, ich rühre das jetzt einfach mal hier am Becher um. Lass mal einfach mal die Farbe sehen. Ja. Wir haben Bronze. So. Was kann dazu passen? Ich mache jetzt mal ein Violett rein. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, ob sich die gut mischen lassen. Aber erstmal nur ein bisschen. Weil kann ja auch passieren, dass die Farbe dann dreckig wird, dreckig aussieht. So wie wir das jetzt hier fast haben. Könnt ihr sehen. Vielleicht violett. Oder dreckig, wie immer. Das hat einen schönen Touch. Was ich vielleicht machen werde, noch einen Ticken Rot rein. Hoppa, da ist trocknete Farbe. Einen bisschen. Ja, dann bleibt drin. Rot noch rein. Jo. Also jetzt sieht die Farbe eigentlich richtig cool aus, finde ich. Schimmert etwas metallisch und leicht rot-violett. Cool. Finde ich gut. Dann nehme ich jetzt ganz einfach mal ein, ja was ist das? Ein ganz normales Magenta. Magenta. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was ich da mal mache. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht von der Kamera abhaue. So. Also ganz normal Magenta.
Was kann man jetzt da reinmachen? Pass mal auf, ich habe hier noch einen Braun. Sienna gebrannt. Ja, ich muss aufpassen, dass wir nicht die gleichen Farbtöne haben hier. Aber ich mache hier ein bisschen von dem Sienna gebrannt rein. Hat einen leicht dunkleren Touch. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Gold reinmachen. Kommen noch mal schöne Metallic-Farben. So. Na, geh weg, du Wurst. Dann auch wieder. Ja, von dem Gold ist nichts zu sehen. Ich würde sagen, ich komme auch wieder auf das Rot zurück. Okay. Den Rest vom Rot. Hat aber auch was. Da kann man ja viele Farbstufen, Farbnuancen machen, je nachdem, was wir reinmachen. Aber schaut mal her. Ein dunkleres Magenta. Also einfach eine Farbe, wo es, das fasziniert mich schon, wo es so noch nicht gibt. Flupp, zur Seite. Junge, bleibe ich bei. Was bleibe ich denn? So auf, ich bleibe bei Gold. Wir machen heute ein metallisches Bild. Ich überlege gerade immer, was zu Gold passen könnte, was für ein Farbton. Ich weiß, es ist dann wieder Geschmackssache. Mir gefällt natürlich immer dieses Rot. Meine Frau schimpft auch schon mal, warum immer Rot? Mach doch mal was mit Grün. Ja, ganz normal Gold. Jetzt passt auf, jetzt hole ich nämlich mal Grün. So. Brillantgrün. Das ist jetzt auch wieder zum Beispiel in Amsterdam. Da hängt auch schon ein bisschen getrocknete Farbe dran. So, ich denke mal, da muss man ein bisschen mehr machen. Dann haben wir hier jetzt ein, jetzt fast mal sagen, schimmerndes Grün durch die Goldpigmente. So, und da haben wir jetzt natürlich, wir haben hier einen dunklen Ton, vielleicht noch einen dunkleren Ton. Der ist auch schon etwas heller. Grün, 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 grün. Warte mal. Mach da ein bisschen so Flieder rein. Soll ja eh nur ein Test sein. Nur ein bisschen. Okay. Jetzt habt ihr noch die Farbtöne.
die so keiner hat. Soll jetzt auch nur ein Beispiel sein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was für Farbtöne, was für Mischung ich mal machen soll. Mache ich auch gerne für euch. Das letzte. Tue ich mal eine helle Farbe oder eine helle Farbe. Ja, da ist auch nicht mehr so viel drin. Aber ich habe noch Nachschub. Wenn man weiß. So. Passt mal auf. Jetzt nehme ich da nämlich weiß. Kommt, ich hole mal gelb her. Und zwar dieses, ich muss immer lesen, AZO, also ASO Yellow Medium, Tone ASO, ja, auf Englisch heißt es wohl so. Also ein dunkles Gelb, was heißt ein dunkles Gelb? Ups, ist noch zu. Ein Gelb, wo ich sage, fast in das Indisch Gelb reinkommt. Na komm schon her. Das ist dieser Vorführeffekt wieder. Ja gut, ich könnte alles rausschneiden, aber das passt schon. Das ist halt Live-Action, sage ich mal immer. So. Da haben wir doch jetzt eine helle Farbe. Was kann ich da machen? Gelb ist natürlich immer schwierig. Gelb und Blau gibt Grün, ganz klar. Gelb und Rot. Ne, kommt her, ich mache da noch ein bisschen Bronze rein. Ich sage ja, wir machen heute metallische Bilder. Und ein Ticken. Ich mache jetzt hier mal ein Ticken. Ja, da ist ein bisschen Dreck rein. Das ist gar nicht gut. Was geht ab? Schade um die Farbe. Obwohl, es wird eigentlich fast schon dreckig. Gelb. Ich bin echt am Überlegen. Gelb. Ich mache zum bisschen Magenta rein, aber nur einen Schuss. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt aufpassen, dass die Farben da nicht irgendwie dreckig aussehen, also dreckig wirken. Aber jetzt haben wir auch wieder einen Farbton. Ich würde jetzt einfach mal sagen, gold-gelblich-ocker, so in dem Stil, finde ich cool. Ich habe jetzt aber trotzdem dunkle Farben wieder angemischt. Ich möchte mir einfach noch einen Becher mit Weiß mischen. Da braucht es nicht unbedingt dabei sein. Werde auch noch dann noch Wasser nachfüllen, damit sie fließfähig bleiben oder werden. Bleiben, genau. Fließfähig werden, also damit sie gut zum Gießen sind. Weiß mache ich ganz normal. Dann melde ich mich gleich zurück. So Freunde, ich bin zurück. Bevor mir jetzt wieder einer in die Kommentare schreibt, ja, hätte ich lieber die Farbe oder die Farbe genommen. Es sollen nur Beispiele sein. Farbe kann sich jeder aussuchen. Jeder mischen wie er will, ganz in Ruhe zu Hause. Alles gut. Okay. Auf jeden Fall finde ich das hier richtig cool. Bin echt gespannt, wie es kommt. Hab alles angemischt, auch an Becher Weiß. Und dann würde ich sagen, wir starten mal. Ich habe jetzt hier kein Silikon drin.
gibt es vielleicht auch noch dazu zu sagen. Und wird mir auch zwei Becher machen. Für den Flip Cup. Weil ich habe nachher noch was vor. Wenn er dran bleibt, erfahrt ihr es. Wenn er abschaltet, habt ihr Pech gehabt. So. Ups. Zu weit. Zack. Uno. Der erste Becher. Wieder weiß. Lassen wir noch ein bisschen Farbe übrig, ich werde dann nochmal ein zweites Bild machen. Gehen wir davon aus, dann mit Silikon. Jetzt aber reicht das, denke ich mal, von den Farben. Da sind wir echt mal gespannt, was da rauskommt. Zack. Schauen wir einfach mal. Okay, dieser Becher war ziemlich gelb. Schade eigentlich. Dann lasse ich den einfach drüber ziehen. Okay. Jetzt werden wir mal kurz die Luftblasen ausmachen. Ihr seht vielleicht hier, ich habe ziemlich stark gerührt, dadurch haben wir viele Luftbläschen drin gehabt. Passiert. Was mich stört, ich mache hier noch ein bisschen weiß, was dann doch zu bunt ist. Okay. Liegt aber auch daran, dass ich zu schnell gerührt habe. Weil ich ja vor Videos dann nicht ganz so langsam mache und mir die Zeit nehme, wie wenn ich jetzt ohne Video ein Bild mache. Eigentlich haben wir hier schon Zellen drin, ohne dass wir es wollen. Okay. Aber ich finde es coole Farben. Vor allem bin ich gespannt, wenn es dann nachher getrocknet ist. So. Wie gesagt, da sieht es ein bisschen dreckig aus. Da können wir vielleicht noch, möchte ich aber jetzt gar nicht so arg viel machen. Aber einen dünnen Streifen. Und vielleicht noch an diesem Grün. Ich werde das jetzt aber noch ein bisschen laufen lassen, damit es nicht so reingeschmissen aussieht. Ich finde, man sieht halt einfach, wenn die Farbe drüber läuft. Und da wir ja hier kein Silikon drin haben, bleibt es auch so. So. Jetzt noch was, das habe ich schon mal vor langer Zeit gemacht. Möchte ich jetzt aber noch mal testen, und zwar habe ich mir diesen Cell Creator in ein dünnes Fläschchen abgefüllt mit einem ganz dünnen Hals, und da möchte ich jetzt mal schauen, wie das noch mal reagiert, und das testen wir jetzt mal.
drücke das schon ein bisschen in die Farbe rein, ob es oder nicht. Wirklich nur tropfenweise. So, das müsste eigentlich schon ausreichend sein. Gut, Flasche ist auch noch sauber. Sehr gut. So, weil ihr könnt auch noch ein bisschen was zaubern, und zwar so wie ihr möchtet. Also seht, hier hat es ein bisschen gespritzt, da kommen auch ein paar raus noch. Aber ist richtig cool. So, ich werde es mal wieder für 10 Minuten einwirken lassen. Wie gesagt, Farben, kann es nur wiederholen. Geschmackssache, das war jetzt einfach mal ein Test auch, wenn man Farben selber zusammenmischt. Was dann passiert, kann natürlich schnell mal dreckig aussehen. Da muss man auch ein bisschen üben. Aber nur, dass für euch auch mal was Neues wieder kommt. Gut, dann bis gleich. So, ich bin zurück. Schauen wir uns mal von daheim an. So, hier läuft es schon wieder ein bisschen. Also mit dem Sellcreator, da kann man dann auch super schöne Sachen machen. Ist natürlich auch Übungssache. Wie gesagt, von den Farben her mal nicht zu beachten. Und ihr wisst ja, wenn es schnell gehen muss, ist es dann immer nicht so. Ganz so. Soll euch aber hilfreich sein als Tipps. Jetzt zum Beispiel auch. Und hier seht ihr einfach, da hat der Cell Creator ein bisschen gespritzt. Ist neben angelaufen, aber passt. Ich habe jetzt hier nochmal so einen gelben Fleck. Da möchte ich jetzt auch nochmal kurz, dass ihr das seht, reintropfen. Und dann schauen, was passiert und ob überhaupt was passiert. Ja gut, dauert ein bisschen. Cool. Gut, ich hoffe, es war für euch interessant. Wie gesagt, Übungssache, weil er läuft dann ziemlich gut, der Cell Creator. Wer ihn noch nicht kennt, zeige es euch mal hier, weil das ist der falsche. Kann ich euch hier mal zeigen. Das ist der Alex Cell Creator. Der macht große Zellen. Und das ist dieser Bubble Booster, der dann noch viele kleine Zellen macht, beziehungsweise auch die Zellen verkleinert. Als kleine Werbung für mich jetzt einfach mal: ab 1.8.2019 könnt ihr den auch bei mir im Shop erwerben, wer Interesse hat. Und dann war es das schon wieder von mir. Okay, dann wünsche ich euch was. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.